Hallo und willkommen zurück beim Mass Effect 2 der Legendary Edition. Wir sind in der letzten Folge auf der zweiten Station von dem Lazarus-Projekt gelandet, da die andere Station von Max überrannt wurde und wir flüchten mussten. Wir haben den Unbekannten kennengelernt, hier ein paar Gespräche geführt und wir sollen jetzt nach Freedom's Progress. Eine Kolonie, wo die Menschen verschwunden sind und wir herausfinden müssen, warum diese Menschen verschwunden sind. Und ja, wir arbeiten jetzt für Cerberus. Für die, die mein Gameplay von Mass Effect 1 gesehen haben, da haben wir ein paar Stationen von Cerberus Hops genommen, die dann ein paar grausame Experimente gemacht haben. Für die arbeiten wir jetzt natürlich, aber es wird alles anders werden, als wir es im ersten Teil gewohnt sind. Hier haben wir erstmal noch die Zusammenfassung für die Mission, was wir alles gefunden haben, Credits bekommen, Erfahrungspunkte bekommen, etc. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Huhuhu. Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Oh ja. Wir finden auf jeden Fall Überlebende, aber das werdet ihr gleich noch sehen, wen wir treffen werden. Jetzt haben wir wenigstens immer einen Shuttle statt den Marco. Das erleichtert uns die Sache enorm. Da muss man nicht mal jeden Planeten abfarmen. Als allererstes muss man auch nachschauen, ob man Sachen kaufen kann. Sachen einsammeln kann. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Immerhin haben sie aufgegessen. Die Teller sind leer. Schöne Geisterstadt hier. So, und zwar gibt es hier überall seltsam. Manchmal... keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Hier gibt es manchmal Material, was man einsammeln kann. Hier zum Beispiel. Dafür gibt es gut Credits. Credits braucht man hier etwas mehr als im ersten Teil. Haben Sie das gehört? Seltsam. Bei den anderen Kolonien waren die Sicherheitssysteme deaktiviert. Au. So, gut. Miranda könnte hier Überlastung einsetzen, dann ist der zumindest schon mal weg und hier einmal ziehen. Betäubungsschuss auf L1. Einer. Da haben wir noch einen Doc. Ah, der lebt ja immer noch da hinten. Hab dich! Na, immerhin. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Es ist gut, dass wir den Helm mitgenommen haben. Und allein sind wir hier tatsächlich nicht. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hier können wir was umgehen. Jawohl. 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 Und den da oben noch. Schön Credits. 2000 sogar. Na los, lass mich mal hier durch. Nochmal Ersatzteil. Ah, Mann.
schöne Kombination. So. Tür ist offen und rein. Huh, Quarianer. Keine Bewegung! Parser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Konnten Sie etwas mit den Geth-Daten anfangen, die ich Ihnen gegeben habe, Tali? Ja, konnte ich. Parser, Waffen runter. Das ist mit Sicherheit Commander Shepard. Warum arbeitet Ihr früherer Commander für Cerberus? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir ihn fragen. Ich wäre fast gestorben, Tali. Cerberus hat 2 Jahre damit verbracht, mich wiederherzustellen. Sie möchten, dass ich die Angriffe auf Kolonien der Menschen untersuche. Sehr glaubwürdig. Keine Organisation würde derartige Ressourcen aufwenden, um einen einzigen Soldaten zurückzubringen. Sie haben Shepard noch nicht in Aktion gesehen, Praser. Glauben Sie mir, er ist das Geld wert. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Wir suchen einen jungen Quarianer namens Vitor. Er war wegen seiner Pilgerreise hier. Ist das nicht seltsam? Ein Quarianer, der eine abgelegene Kolonie der Menschen besucht? Quarianer können sich das Ziel ihrer Pilgerreise aussuchen. Vitor wollte in einer kleinen Ansiedlung behilflich sein. Große Ansammlungen von Leuten haben ihn immer nervös gemacht. Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Vitor ist der Einzige, der uns sagen kann, was hier vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso 2 Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Praser, Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Ihre Leute mögen Cerberus wohl gar nicht. Habe ich da was verpasst? Sie haben unsere Leute getötet, unsere Flottille infiltriert und versucht, eines unserer Schiffe zu sprengen. Ich hätte das ein wenig anders formuliert. Es war nichts Persönliches. Wir können später diskutieren, wer wen umgebracht hat. Jetzt haben wir erstmal einen Job zu erledigen. Einverstanden. Wir arbeiten zusammen, um zu Vitor zu gelangen. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Was auch geschieht. Schön, dass Sie wieder da sind. Finde ich auch. Wenigstens mal ein bekanntes Gesicht hier. So, jetzt geht's erstmal. Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Ja. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Feinde! Ausfall. Ich muss das immer nachsprechen. Ich weiß auch nicht warum. Das ist wie so eine Droge. So, einmal zusammensetzen. 2000 Credits, perfekt. Vielen Dank. Noch irgendwas hier? Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Ich habe keine Überlastung mehr. So muss es sein. Überlastung noch nicht dabei? Damit. Jetzt aber. So muss es sein. Au. Dienstwort. Shepard, Praser und seine Leute sind vorgeprescht. Ich sagte ihnen, sie sollen warten, aber sie haben nicht auf mich gehört. War ja sie klar. Wollen Vitor finden und wegbringen, bevor sie eintreffen. Wir hätten mit sowas rechnen sollen. Los, wir können sie immer noch einholen. Ich muss eins nach unten. Alles klar. Aber hier kommen wieder ein paar nette Drohnen. Das war's für dich. Ich werfe sie um. Bestätige. Noch einer. Zum Glück müssen wir... Oh, da ist er. Steht ja noch einer. Beeil
Sie wollten als Erste bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Einmal da, die kann man ja auch separat... Verstanden! Die kann man auch separat einsetzen, die Teamkameraden. Mache ich selten, ich weiß auch nicht warum, obwohl es eigentlich eine gute Idee ist. Die werden jetzt erstmal voll zerlegt. Selber schuld. So unnötig, die Opfer. Das hätte nicht sein müssen. Der Mech hat schwere Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Okay, ich es muss jetzt auch... Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Ich muss jetzt Waffen wechseln. Mit Überlastung schalten... Und sie ihre Schilde aus. Warum schießt du eigentlich nur auf mich? Bist du doof? Erstmal das Schild deaktivieren. Hör mal auf! Ja, genau. Primärverteidigung offline. Primärverteidigung offline. So, jetzt brauche ich Panzerbrechen um die. So, die Panzerung ist jetzt auch Schrott. Jetzt muss ich wieder wechseln auf die Disruptor-Munition. Das war's. Raus aus dem Detonationsbereich! Haha. Seht ihr, wenn ihr die Munitionstypen tatsächlich immer fleißig wechselt, ist das eigentlich ganz leicht, so ein Riesen-Mech auszuschalten. Sehr ratsam auf jeden Fall. Benutzt die Munition, wenn ihr als Soldat spielt. Wenn ihr jetzt natürlich ein Techniker seid oder so, ist das alles nicht mehr so kompliziert, weil ihr dann die diversen Fähigkeiten auch habt, um Max schnell auszuschalten. Das sieht interessant aus. So, jetzt haben wir auch noch ein Upgrade gefunden, sehr schön. Für Munition, für schwere Waffen. Das nehmen wir auch nochmal mit. Das ist Ihre Gelegenheit, Vitor zu finden. Ich kümmere mich inzwischen um die Verletzten, Shepard. Die er Verletzten? Ist vermutlich irgendwo 1, im hinteren 2, Bereich der Ladebucht. 3, 4, 5, 6, 7... So viele Tote. Monster, komm zurück. Max, beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster, komm. Muss mich verstecken. Niemand wird Ihnen mehr wehtun. Ich glaube, er hört Sie nicht, Commander. Jetzt kommt die beste Neuerung. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Max beschützt mich. Zack. Interaktion während des Videos. Auch geil. Sie sind ein Mensch. Wo haben Sie sich versteckt? Wieso haben die Sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Wir sind keine Überlebenden, Vitor. Wir sind gerade erst angekommen. Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott. Ich glaube, das ist ein Kollektor. Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn Sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt.
Ja. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Warum haben die Kollektoren sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern, Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin, sie finden dich. Dann stechen sie dich, frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und lähmen sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Ich möchte mehr über die Kollektoren erfahren. Darüber weiß man nicht viel. Sie sind so selten, dass viele glauben, sie würden gar nicht existieren. Viel wichtiger ist doch, warum sie menschliche Kolonisten verschleppen. Was haben sie vor? Vielleicht findet der Unbekannte es raus. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster, die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitors Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Sie müssen Vitor nicht unbedingt mitnehmen. Wir könnten zusammenarbeiten, so wie früher. Ich möchte ja, aber ich kann nicht. Ich habe selbst eine Mission und die ist zu wichtig, um sie abzubrechen. Nicht einmal für Sie. Wenn sie erledigt ist und ich dann noch lebe, können wir weitersehen. Klingt gefährlich. Worum geht's dabei? Ich glaube nicht, dass Cerberus davon erfahren sollte, aber es ist im Geth-Gebiet. Damit dürfte Ihnen klar sein, wie wichtig es ist. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung. Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard. Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Wir sind bereit zur Abholung. Jawohl. Wir sind natürlich noch unser Shepard. Aber Kollektoren? Die neue Bedrohung? Das wird interessant. Ah, der schon wieder. Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Die Quarianer haben uns die Ergebnisse von Vitors Befragung übermittelt. Nichts Neues. Aber angesichts unserer Vergangenheit ein überraschender Olivenzweig. Wir beide haben unterschiedliche Methoden. Aber angesichts der Ergebnisse kann ich nichts dagegen sagen. Denken Sie hin und wieder darüber nach, auch mal fair zu spielen? Diplomatie ist großartig, wenn sie funktioniert. Aber wenn einen alle für eine Bedrohung halten, ist das schwierig. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie bereits von ihnen wussten? Ich hatte Vermutungen, brauchte aber Beweise. Die Kollektoren sind ziemlich rätselhaft. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Irgendeine Idee, warum sie sich plötzlich auf Menschen konzentrieren? Wenn sie für die Reaper arbeiten, kann alles Mögliche dahinter stecken.
Die Menschen haben eine große Rolle bei der Zerstörung der Sovereign gespielt. Vielleicht hat das ihre Aufmerksamkeit erregt. Mich beunruhigt eher, warum sie die Kolonisten entführen. Sobald sie gelähmt sind, könnte man sie doch einfach töten. Wohl wahr. Was haben die Kollektoren von diesen Geschäften? Die Kollektoren sind nicht gerade mitteilsam, was ihre Motive angeht. Grob gesagt suchen sie nach Spezies mit seltenen genetischen Mutationen oder Abnormalitäten. Sie bezahlen Sklavenhändlern und Söldnergruppen enorme Summen für die Beschaffung solcher Exemplare. Und dann verschwinden sie wieder. Aber bisher war noch nie eine einzelne Spezies ihr Ziel. Und bisher ging es immer um ein paar Dutzend Exemplare, nicht um Zehntausende. Waren doch erst Hunderttausende. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Geth geholfen haben. Das war vor 2 Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Wo ist Ashley Williams? Sie ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Ihre Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Wo ist Erdner Drax? Er ist nach Tuchanka zurückgekehrt und hat den Planeten seit über einem Jahr nicht verlassen. Er versucht, die kroganischen Clans zu einen. Was ist mit Tali? Sie hat uns schon auf Freedom's Progress geholfen. Das war unerwartet. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich das genehmigen kann. Wo ist Liara Tassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Wo ist Garrus Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Okay, schon klar. Sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen sie brauchen. Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Sieh erstmal. Gut. 2 Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens, fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Ich habe noch nicht mal angefangen und schon machen Sie mir Vorschriften. Ich zeige Ihnen nur eine Richtung. Wo Sie dann hingehen, bleibt Ihnen überlassen. Sie treffen bestimmt die richtige Entscheidung. Also gut. Und was ist das Zweite? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Jetzt kommt's. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Da ist er. Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht, Joker! Das sagt der Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück. Die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte eingesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag, deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemandem, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Bam! Unser neues Schiff. Die Normandy SR2. Größer, schneller, stärker. Mit Upgrades kann man das Schiff versehen. Ah, seid mal ehrlich, das Schiff sieht einfach nur Bombe aus. Und kann auch noch alles, was die Normandy
vorher auch konnte. Der Wahnsinn. Und ist auch noch riesengroß. Schön, wieder hier zu sein, was, Commander? Jetzt braucht sie nur noch einen Namen. Natürlich bekommt die den Namen Normandy. Hammer. Glänzt sogar noch. Frisch von der Stange. Wird Zeit, ein paar Kerben reinzuhauen. Was ein Riesenteil. Ich meine, die wäre doppelt so groß wie die alte Normandy. Sieht man auch an dem Platz. Jawohl, Gänsehaut. Aber noch ein paar leere Plätze. Könnte man eigentlich noch ein paar Leute rekrutieren. Alleine die Kommandozentrale ist doppelt so groß wie bei der alten Normandy. Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Wahnsinn. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen. Die Anwerbung von Professor Solus ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edi. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandy hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle. Letzte Startvorbereitung abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Salut. Galaxiekarte. Mit der Galaxiekarte können Sie neue Ziele für die Normandy auswählen. Privates Terminal. Auf Ihrem privaten Terminal können Sie Status-Updates über Ihre Gruppe abrufen. Das ist neu. Waffenkammer. In der Waffenkammer können Sie Waffen für Ihre Gruppe auswählen. Das ist nicht neu. Fahrstuhl. Nehmen Sie den Fahrstuhl, um zu den anderen Decks der Normandy zu kommen. Das kennen wir auch schon. Quartier des Captains. In Ihrer Privatkabine können Sie Ihr Aussehen verändern. Das ist neu. Tech-Labor. Rekrutieren Sie den Professor, damit er Upgrades für die Ausrüstung Ihrer Gruppe erforscht. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das machen. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir erstmal das Schiff kennenlernen. Werde ich euch mal alles zeigen. Moment. Achso, hier Steuerung. Zack. Da bekommen wir ein paar Erfahrungspunkte und genauso haben wir hier auch wieder ein Upgrade. Jetzt haben wir Brandmuni freigeschaltet. Das ist schon mal sehr gut. Kryo-Munition ist eigentlich etwas, was ich echt wenig brauche. Aber egal. So, Tagebuch haben wir hier echt viel. Wir müssen einmal die Gefangene, Jack, dann Archangel, der Professor und der Warlord. Das sind die vier, die wir erstmal holen müssen. Wenn wir diese vier haben, kommt wieder so eine Mission wie bei Mass Effect 1. Dann kommt eine Mission, die man nicht ablehnen kann. Und dann müssen wir wieder vier oder fünf neue
Leute rekrutieren. Und dann kommt wieder eine Mission, die man nicht beenden kann. Und dann kommt, glaube ich, auch nur noch eine, die man rekrutieren kann. So, dann haben wir hier den Citadel-Rat. Da sollen wir hin. Said Masani ist aus dem DLC. Meisterdiebin ist auch aus einem DLC. Das ist die Hauptmission, so oder so. Also der Veteran und die Meisterdiebin gibt es aus einem DLC. Damals gab es die beiden noch nicht. Die sind erst mit dem DLC dazugekommen. Genauso auch wie andere Aufträge. Die zeige ich euch noch. Die findet man am privaten Terminal. Und zwar, wenn man jetzt hier dran geht. Ungelesene Nachrichten. Haben wir einmal hier, dass wir nach Anderson sollen. Masani ist okay. Projekt Feuergänger ist auch ein DLC. Da gibt es, glaube ich, 4 Missionen, die man machen kann. Da gibt es dann die Feuergängerrüstung. Dann die Absturzstelle der Normandy ist auch aus einem DLC, was jetzt hier dazu kam. Das ist auch so Anziehklamotten, die man, also so optische Rüstung, die man einfach bekommen hat. Der Overlord, Zellen und Erklärung. Ach so, Overlord war auch ein DLC, genauso auch wie Bogenprojektor. Kasumi und hier haben wir noch Geld bekommen, wegen Konto. Wundert mich, dass da keine Kontoführungsgebühren so dabei waren. Hahaha. Hier war jetzt nichts. So. So viele Missionen auf jeden Fall. Auf der Karte werdet ihr euch erstmal nicht zurechtfinden. Nehmt euch Zeit, macht einen Auftrag nach dem anderen, um das zu beenden. So, hier haben wir das Cockpit. In der nächsten Folge gehen wir da rein und quatschen mal mit Joker und Eddie. Wir werden dann in der nächsten Folge auf jeden Fall die Crew kennenlernen, die schon da ist. Und auch das Schiff ein wenig mehr kennenlernen. Das, denke ich mal, wird so die halbe Folge in Anspruch nehmen. Die Gespräche sind nicht mehr so lang wie in den vorherigen Teil, auf jeden Fall. Da sind die etwas kurz und knapp gebunden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video denn auch gefallen hat, lasst mir gerne ein kostenloses Abo und ein Like für das Video da. Und aktiviert gerne die Glocke, um immer wieder die neuesten Folgen von mir zu sehen und nicht zu verpassen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Ben Kalypse. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.